Wir sehen hier das W380i von Sony. Es ist ein Walkman-Handy und hat sich daher nicht so sehr auf die Kamera spezialisiert. Das sieht man auch in der Megapixelanzahl. Es hat nämlich nur 1,3 Megapixel und ist daher eher nur für Schnappschüsse geeignet. Wir werden uns jetzt trotzdem ein bisschen näher angucken, was sie denn alles so zu bieten hat. Zuerst sehen wir, dass erstmal keine LED-Leuchte oder ähnliches zu finden ist und dass es auch keine Abdeckung hat. Und über das Menü kommen wir dann hierüber in den Kameramodus. Also es gibt keinen Shortcut dafür. Man sieht auch ein bisschen, dass die Farben nicht ganz so echt sind. Also man sieht ein bisschen blau, ein bisschen gelb. Aber die anderen Weißabgleichfunktionen haben das nicht wirklich besser gemacht. Also das ist schon die beste Variante. In den Optionen finden wir zum Beispiel den Aufnahmemodus. Da können wir zwischen Normal und einer Bildfolge wählen. Dann haben wir noch die Bildgröße. Das höchste ist hier 1 Megapixel und danach kommt noch VGA und QVGA. Weiterhin können wir noch den Nachtmodus einstellen, einen Selbstauslöser, einige Effekte, wie zum Beispiel dann Schwarz-Weiß oder Negativ. Und dann haben wir noch den Weißabgleich, den ich eben schon erwähnt habe. Dann die Bildqualität haben wir die Wahl zwischen normal und fein. Und dann auch noch den Verschlusston kann man wechseln und auch das Speicherziel. So, jetzt machen wir einfach mal ein Foto. Wie wir auch sehen, ist das Display von dem Handy sehr klein und daher ist die Anzeige oder die Vorschau für das Bild auch ein bisschen klein geraten. Die Qualität ist, naja, 1,3 Megapixel, wie eben schon erwähnt, eher für Schnappschüsse geeignet. Jetzt können wir das Bild dann versenden oder auch über Meer einfach ein neues Foto machen. Was ich jetzt tun werde, ist einfach dann löschen. Weiterhin wichtig ist auch, dass diese Kamera keine Videoaufnahme möglich macht. Also es sind wirklich nur kurze Schnappschüsse möglich und einfach mal eine kleine Szene aufnehmen ist mit dem W380i dann nicht drin.